Hey Leute! Spontanes Video, weil mein schönes, ich zeig's euch direkt, mein wunderschönes T-Bone-Mikrofon ist kaputt. Und das Mikrofon, was ihr gerade hört, oder die Stimme, wie auch immer, stammt aus dem HyperX Cloud 2 oder auch hier. Ja? Ergo, das ist kaputt. Ja, also ich weiß nicht, ob es kaputt ist, aber es geht nicht. Beziehungsweise entweder ist das kaputt oder das Kabel. Aber folgendes. Ich wollte, also ja, ich warte halt als auf ein neues Mikrofon oder halt auf eine Retour von Thomann. Ist ja auch egal, aber ich dachte mir, damit wenigstens überhaupt ein Video kommt, dachte ich mir, hey, ich verbrenne einfach mal mein Geld für euch oder eher gesagt nur für mich und zeige euch das einfach nur. Mal gucken, wie das so wird. Ja, bestimmt ganz lustig. Ich habe hier 5 von diesen sündhaft leckere Winterfreudentruhen, ja, enthält zufällig kulinarischen Skripte und 3 Zürche, blablabla. Was heißt denn kulinarisch jetzt? Weiß keiner. Egal. Wir fangen an. Ja, das Ganze hier so mit Cam und da Bildschirm und da Aufnahme und ist super lustig. Aber also die Mikroquali, also ganz ehrlich, wenn man sich frühere Aufnahmen von mir anguckt, die noch mit Headset aufgenommen wurden, ohne Witz. Das Sommic G927 Pro 7.1 Headset hatte einfach eine fast genauso gute Mikrofonqualität wie das T-Bone. Was da ist, mit dem ich sehe, aber ne? Ich wollte es immer gesagt haben. Und das hier ist HyperX Cloud 2, ein fucking 100-Euro Headset. Und ihr hört, wie scheiße das klingt. Und ich weiß nicht warum. Aber ist ja auch egal. Wir fangen an. Wir machen zuerst hier. Kacke, ich glaube, ich muss mir noch 2 Schlüssel kaufen später. Egal, wir fangen an. Nur Kiste nur. Ich habe 10 Öffnen gedrückt. Oh oh. Ich habe auf alle 10 Öffnen gedrückt. Das wollte. Aber Sillian, hey, und auch im neuen Bad. Akali. Kenne. 4. Was? Okay. Das ist jetzt so ein Rush-Opening scheinbar, weil ich habe auf 10 geklickt. Kacke, 13. Karma, kacke. Totem, kacke, kacke. Geht so. Geil. Nice. Ich habe gerade original 10 Kisten verballert, Leute. Innerhalb von nicht mal einer Minute. Das ist jetzt sad. Okay. Noch eine? Pentakill Olaf. Yay? Irgendwie. Ja gut, dann machen wir jetzt ein Rush-Opening. Auf geht's. Hab 2 von den Dingern. Scheiße. Aber hier, Leute, da haben wir noch. Da haben wir noch Sachen. Oh nee. Wir machen. Leute, komm, machen. Ach, die kann man gar nicht rushen. Siehst du, die muss man so einzeln aufmachen. Oha, der Skin ist an sich ja gar nicht so kacke. Aber ich habe schon. Ich glaube, Mafia Misfortune habe ich, glaube ich, schon. Ah! Auch wenn ich natürlich kein ADC-Spieler bin, ne? Aber Metzger Olaf, okay, der geht, ja. Nice, wir haben jetzt so eine Poro-Kiste, Leute. Die sind bestimmt auch voll OP, Kappa. Lol, 2-mal. Echt jetzt? Okay, der Lulu-Skin scheint. Oh, lol, Zuckersticks ist voll geil, glaube ich. Okay, jetzt haben wir hier so ein Shit. Wir rushen jetzt durch, Leute. Herstellen, komm, nicht lange Fackeln machen. Ja, ja, ist gut, so, komm. Jetzt haben wir so eine schöne Kiste, aber Schatztruhe von Poro-König-Shit. Dschungel Rumble. Ein permanenter Skin, oder was? Das war ein permanenter Skin. Okay, Lola, dann kaufen wir noch 2 Schlüssel und dann, war's das mit dem Video, glaube ich, auch schon. Und dann, also wir führen dann ganz kurz nochmal ein Resümee. Was haben wir denn so Schönes gezogen? Nämlich nur Kacke. Ja, einer noch, so, komm, zack. Too much RP ausgegeben dafür heute schon wieder, aber ist auch egal. Ne? Das Ding ist, manchmal, also ich hatte ja schon teilweise schon viel Glück dabei. Also ich empfehle es keinem, ne? Also bitte nicht zu Hause nachmachen, ja. Wenn ihr einen Skin haben wollt, dann kauft euch den. So, also ohne Kisten. Hofft haben kennt, okay. Die ist gut. Die wollte ich sogar haben. Vor dem Rework aber. Die wollte ich mir holen vor dem Rework. Bevor LeBlanc gereworked wurde, weil ich habe
Ich habe früher, also vor dem Rework habe ich Diablo relativ oft gespielt. Und ich habe den Skin halt voll. Ich fand den Skin ziemlich cool und jetzt habe ich den Skin wenigstens. Auch wenn Diablo jetzt gereworkt wurde und ich sie eigentlich gar nicht mehr kann. Aber ist ja egal. So, was haben wir hier? Winterfreuden Shit. Herstellen Geschenk am Mumu-Symbol und temporäres Immodus 24. 24, wir haben 29, Leute. Po-Snack 36. Aber ich will kein Geschenk am Mumu-Symbol, ich will. Egal, Symbole können wir uns später machen. Ja, das Auge ist halt geil, ne? Also der Wardskin, nee, der geht, also der ist jetzt, ja, der geht so. Egal, was haben wir denn? Die entscharten wir uns auf jeden Fall. Aufwerten zu permanent Skin. Ja, die nehmen wir einfach. Weil die ist, ne? Die ist Legacy, die ist cool. Ja, die nehmen wir. So. Die ist an sich auch nicht kacke, aber ich. Miss Fortune ist halt jetzt in der ADC-Meter nicht so drin. Aber der Fiddlesticks-Skin ist halt richtig gut, glaube ich. Ich glaube, den nehme ich auch. Die konnte man jetzt bestimmt auch kaufen, aber ich mag den. Ich feiere den hart. Ich feiere den hart. Hier, der Karma-Skin, der Maok, ich hab halt siegreicher Maok, ne? Und Jungle Rumble. Ich hab den schon. Ich hab einen permanenten Skin aus der Truhe bekommen, von einem Skin, den ich schon permanent besitze, aber ich hab den trotzdem permanent bekommen. Hashtag macht Sinn. Ja, die beiden, also ich werde das also auf jeden Fall rerollen hier. Dat, dat und dat. Ja, weg damit, die können, ja, weg damit. Weg damit. Tschüss. Vega Graubart, oh mein Gott. Vega, Leute. Holzbein-Fill-Sticks. Der ist glaube ich auch gar nicht so kacke. Aber ich habe jetzt schon Zuckersticks, von daher, okay, wir können, guck mal, direkt umwandeln hier. Den habe ich auch zweimal gezogen jetzt, echt jetzt. Alles klar. Läuft bei dir, Rito? Barbarenzion, oh mein Gott. Infernale Alistar, der ist gar nicht so kacke, oder? Ne, ich glaube, der ist ganz cool. Oh, ich habe halt keine Essenzen mehr, Leute, ne? Ich bin bald essenzenlos. Hilfe. Einfach nur Hilfe. Oh, Pentakill, Olaf, ich habe Brolaf schon, deswegen. Und ich habe zwei Olaf. Okay, Leute, wir rerollen. Metzger Olaf hat, glaube ich, Stil. Der ist ganz cool so. Metzger Olaf ist ganz cool, glaube ich. Ah, so möchte ich. Wobei, den kann man immer kaufen, oder? Also, der ist ja nicht Legacy, von daher weg damit. Weg damit. SSW Thrash. Jetzt habe ich einen Thrash-Skin für einen Champion. Oder für Thrash, den ich nicht habe. Geil, ne? Hey, wenn ich Glück habe, bleibt das Video unter 10 Minuten. Das ist ja nice. Boah, Miss Fortune, ist der Skin cool? Oder gehen wir YOLO? Ist der Skin nice von Miss Fortune? Aber ich habe halt schon Mafia Miss Fortune. Sablo. Miss Fortune. Sogar Stufe 4. Kann man mal sehen, wie oft ich Miss Fortune so gespielt habe. Kacke, kacke. Der ist ganz cool. Aber wie sieht der Ingame aus, die Frage? Ich habe halt schon den. Ich habe sogar den. Lol, wieso habe ich denn den? Ja, okay, nee, dann. Nee. Noch ein dritter Skin wäre Verschwendung, deswegen. Auf geht's, wir rerollen den Shit. Umwandeln. Ja, machen wir alle drei. Komm, weg damit. Weg damit. So, und wenn wir Glück haben, kriegen wir sogar noch einen geilen Champion, Leute. Und Puppe Elite Riven. Der beste Riven-Skin, Leute. Ist einfach der beste Riven-Skin. Ich habe zwar schon Arcade Riven, aber bester Skin. Wobei, ich muss sagen, ich finde Puppe Elite Riven gar nicht so kacke. Ich finde aber Puppe Elite Talon ziemlich scheiße. Deswegen. Akali haben wir. Bart haben wir, Fizz haben wir, Cannon haben wir, alles Champion, die wir haben wir alle. Das sind. Ey, das sind 6 Stück, Leute. Oh mein Gott. Wir kriegen 2 Champions, die wir noch nicht haben. Velkotz. Hab ich doch schon, oder? Hab ich keinen Velkotz gehabt? Ich hatte keinen Velkotz, Leute. GG, keinen Velkotz gehabt. Ich hab 5700 EP, ist nice, ne? Und Lulu hatte ich auch noch nicht. Beste Champions. Hätten die mir nicht Camille oder so geben können, den Wort? Hätten ja behalten. Der ist an sich nicht kacke, der ist cool, glaube ich. Ja, komm, den gönnen wir uns auch noch. Warum denn nicht? Warum denn auch nicht? So, und jetzt hier so ein Geschenkbild. Geschenk hier, komm, 12 Stück. Ah, gib her, komm. I want this shit. Lebkuchen. Dingbum habe ich jetzt. Oh mein Gott, wir sind noch bei 10 Minuten, Leute. Wir sind noch bei 10 Minuten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh, der lustige Pinguin. Der sieht cool aus. Okay, Leute. Ja, das war's dann. Warte, noch ganz kurz. Profit. Kann ich irgendwie den Profit sehen? Shop. Profit. Schneller. Bisherige Einkäufe. Nein, doch. Nein. Ich will nicht transferieren. Hilfe. Oh, 10 Minuten, Leute. So, was haben wir bekommen? Für ungefähr 3500 RP. 3500 RP, Leute, haben wir
Den. Ja, ich würde sagen, overall war's Rev, denke ich. Overall war's Rev. Aber es sind, also, ne, ich bin mal ehrlich, ne? Ich werde Fiddlesticks nie spielen. Ich werde LeBlanc, die neue, nie spielen wahrscheinlich. Ich werde Riven nie spielen. Wen ich aber spielen werde, Leute, ist... werde ich... 1, 2, 3, 4, 5. Wen ich aber spielen werde, ist Alistar. Denn ich werde sehr oft in meinen Rankings geautofilled als Support, weil Riot nicht möchte, dass ich Top-Lane spiele. Ist verrückt. Ja, Velkots Main, Lulu Main werde ich dann auch, ne? Tschüss.